Noch 7 Seiten sind in diesem Spieleberater übrig, die wir durchzocken müssen. 2 davon fehlen in meinen. Das ist ein guter Spielberater. Das wird am Ende also nochmal spannend. Und jetzt, oh. Ja, ist wirklich so. Es geht hier bis Seite 58 und ja. Die nächste Seite ist dann 61. Also frag mich nicht, wo die... Also sind da jetzt noch 5 Seiten oder sind 7 Seiten plus 2 Seiten, also 9 Seiten? Nein, nein, es sind mit den leeren 7 Seiten. Mit denen, die ich nicht habe, sind 7 okay. Seiten. Falls ihr Tom Seiten habt, bitte. Wir sind jetzt auf Seite 54. Der Mann kann noch 54. Nicht ohne. Oder eigentlich sind wir auf Seite 56 sogar schon, eigentlich sogar nur 6 Seiten. Da siehst du, hier 2 Minuten Anmoderation schon eine Seite Progress gemacht. Also, in der letzten Folge ist dieses Flussbett frei geworden und wir haben diese komische Höhle entdeckt mit den Pseudo-Javas. Ja. Wo es dann aber nicht weiterging. Da warst du dann in so einer. Also, es sah aus wie die Pyramide. Oh, man kann da doch lang. Möglicherweise habe ich das gerade. Aber es ist. Man muss aber sagen, visuell ist das nicht so eindeutig. Dass ich hier rechts hoch kann, aber hier sonst nirgendwo. Okay. Ach so, ja, weil ja. Guck mal, das ist sehr. Gut, aber wieder Abkürzung. Kann ich da eigentlich auch links hoch? Weil eigentlich wären wir jetzt ja. Na, das ist jetzt hier nördlich bei der Pyramide. Okay, genau. Und wir wollen ja hier nach Norden, weil wir in dem Ding nicht weitergekommen sind. Genau, wir müssen wahrscheinlich im Flussbett irgendwie weiterlaufen. Aber jedenfalls in diesem Dungeon waren Teleporter, aber da ging es an einer Stelle nicht weiter. Da war so eine komische Vorrichtung. Konnten wir auch nicht kaputt machen mit unserer Axt. Wir sollen ja aber auch gar nicht dahin. Also unser Weg hieß ja, wir sollen nördlich mal gucken, weil da ist bestimmt Groß-Ostheim. Wollen wir mal gucken, ob da Groß-Ostheim ist. Ja, möglicherweise ist da irgendwas. Irgendwas wird da schon sein. Das Spiel etwas laut. Ich meine, es geht nie zu laut, aber... Ach, unsere Mikros sind da relativ unempfindlich. Ja, da ist gut. So, Hier sieht es ja komisch aus, ne? Ein Regenbogen. In der Tat. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ja, nee, jetzt geht's schon weiter, Mats. Bäm. Au. Tot. Au. Ich wollte gerade sagen. Au. Einfach nur so einen Platsch hört man. Ja, hier fehlen die Voice-Files jetzt. Oh, aber es ist immer, dass man irgendwo runterfällt, ne? Aha. Also ja, das stimmt, wir fallen sehr viel. Aber das hat er selbst schon mal kommentiert. Ja, das stimmt. Ne? Er hat ja schon mal gesagt, ja, diesmal hat er nichts kommentiert. Diesmal hat er wie creepy. Oh, wir unten links. Ach, das war mein eigenes Gesicht, was nicht so ganz beleuchtet. Holy shit. Oh, nein. Oh, no. Warte mal. The worst timeline. Der müsste... Das ist ja schon gemeint. Komm mal her. Ach, die sehen super aus, wenn die nur so halb beleuchtet sind. Na, komm von da. Na, komm. Trau dich. Feigling. Komm doch. Ich lasse mir hier nichts mehr erzählen. Ja, do it. Der Orglin. Batsch. Oh, komm. Und da sind. Ach, da ist noch so ein Java, glaube ich. Hä, was ist denn hier los? Was ist denn? Hä? Kommen jetzt einfach alle Gegner. Oh, guck mal, seine Augen. Wird es ein bisschen spoopy. Ich glaube, du sollst nach unten weiter, wa? Ja, ja. Aber. Naja, gut, okay. Das ist cool. Das ist. Ich liebe ja solche. Momente auch wieder a Link to the Past, wo man am Anfang in der zur Kirche. Aber ich habe das Gefühl, da hat man mehr gesehen. Oh. Ja. Da ist ein Teleporter. Bringt der uns vielleicht. Warte mal. Das werden wir gleich sehen. Das wäre ein so nah. Nee. Aber hier gibt es bestimmt irgendwo eine Verbindung dazu. Muss es, ne? Wenn es ja schon Teleporter geht. Jetzt naja, vor allem, weil wir in diesem kleinen Dungeon-Part nicht weiterkamen und da sind ja noch Sachen. Daneben. Egal. Oh, dein Hund hat dich gerecht. Naja, aber 28. Die Frage ist, wer hier wen gerecht hat. Naja, also der Typ ist ja gestorben, deswegen. Dann jetzt nicht weiter. Oh, yes. Ich weiß nicht, ob das dieselben sind. Die sehen ein bisschen anders aus. Ja, es kann sein. Es gibt manchmal Color Swaps. So, hier ist schon der nächste. Aua, ey, die hauen recht rein. Oh, und wegteleportiert. Aus Versehen. Ich wollte gerade sagen, es klang unabsichtlich. Also es gibt die Schädelgeier, aber es gibt auch Flatterschädel. Dann sind das vielleicht Flatterschädel. Weil sie sehen größer aus irgendwie oder bräunlicher. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir auch ein. Das ist bestimmt das Licht. Das ist nicht vorhanden, ne? Ja. Das sind Oglins und Flatterschädel. Oglins. Oh, es gibt noch so Oglins waren die, ja, okay. So toll benannte Gegner hier. Okay. Ich mag aber sehr auch hier wieder einfach nur so ein... Ja. So ein Klangteppich, der eigentlich kaum da ist. Da war eine Ratte. Eine beleuchtete vor allen Dingen. Ich habe nur... Es kann sein, dass wir jetzt irgendwie im Kreis laufen, aber das macht gar nichts.
Ja, ist nee, halt, Orientierung ist halt schwer, wenn du original nichts siehst. Ich habe genug. Ich habe gerade Magie benutzt, um mich zu heilen, aber habe ich gesehen, ich habe 47 Mal Aufladung. Beim nächsten Mal einfach Nektar benutzen. Aber du mein bist Hund ja, nimmt ja keinen Schaden mehr. Du bist ja alchemietechnisch so gut dabei, weil du immer so vorbildlich viele Zutaten kaufst. So, guck mal, das ist jetzt Prime. Da leuchtet auch irgendwas. Ja, warum zerplätschen die denn so? Das kann sein, dass das mein, wenn es dann so ein Crit ist oder sowas, weil manchmal explodieren sie, manchmal zerplatzen sie. Ich bin eigentlich der Meinung, das liegt am Gegnertyp. Stimmt. Also, splattert. Weil zum Beispiel Moskitos haben auch immer dieses und die Spinnen auch. Also, ehrlich gesagt würde ich hier fast davon ausgehen, dass irgendwo so ein versteckter Teleporter ist, der mich da in die Dings bringt. Ja, wer weiß. Also es wäre sehr merkwürdig, wenn nicht. Aber hier erstmal rauszufinden ist ich wollte gerade sagen, momentan müssen wir erstmal überhaupt irgendwas finden. Oder eine Laterne, wäre auch nicht schlecht. Ja. Oh. Wenn es kein Zauber ist. Ja, VM Blitz. Müssen wir unserem Hund beibringen. Danach kann er nicht Hund Blitz. Mehr, danach kann er nicht mehr beißen. Ich habe den Hund angezündet. Es war kurz heller. So, ja. Hier geht's noch. Da so ist ein Teleporter. Kurzes Fell. Der vorherige hätte länger gebrannt. So. Sehr makaber, tut mir leid. Naja, es ist ja hypothetisch. Okay, ich lass mal alle so. Der Hund will da hin, also geht er jetzt auch hin. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Weiß ich nicht, Tom, aber ich mag's nicht. Das klang ja cool. Kommt das öfter? Ja, ich glaube. Das könnte auch nur der Wind sein. Vielleicht war es auch nur der Wind, aber es hier kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ja, weil also es auch sehr dunkel ist. Kannst du auch nicht mal sehen. Weil ich könnte mir vorstellen als Kind, dass ich das richtig gruselig fand. Ich kann mich noch an das erinnern, was hier nachkommt, aber... Das war da nicht so gruselig. Komm schon, schneller, bevor es verschwindet. Oh, das bleibt ja ein bisschen. Hund, du hörst auch mal die Ratte jetzt. Honig. Solange du nicht raufgedrückt hast und es schon mal da stand, dass du zu viel hast, verschwindet es, glaube ich, nicht sofort. Nee, das braucht auf jeden Fall länger. Ich finde es sehr gut, dass mein Hund so wenig Schaden nimmt. Der scheint ein bisschen aufgebufft zu sein. Ja, da hast du ihm nicht auch so ein Ding gekauft? So ein Halsband? Ja. Für teuer Geld. So. Richtig investiert in den Hund. Ich habe, ja, auch in die Ausbildung. Also der ist, also im Sinne von Erfahrungspunkte. Okay, hier ist der Boden schon mal anders. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, Mats. Ich würde aber schon gerne dieses Secret finden. Ja, von dem du nur... Das richtig, also, ja. Guter Hinweis auch mit dem erhobenen Finger, dass man sagen muss, es ist vielleicht nicht die... 2 Stunden wieder hier im Dungeon. Weil das sieht mir fast so aus, als wäre es der Ausgang. Solange es weitergeht, würde ich erstmal sagen... Ja, im Wasser. Ja, alles gut. Ich finde aber krass, ich frage mich, wo wir hier sind. Wir sind irgendwo in einen Wasserfall runtergefallen. Richtig. Wo vorher ja noch ein Fluss lang ging. Ja. Ist ein großer Raum. Oder normalerweise hat der Wasserfall vielleicht den Fluss? Ne, das ist ja, wird ja das Flussbett sein, was jetzt trocken ist. Also vielleicht war das hier alles irgendwo überschwemmt. Irgendwo ist ja dieses Pyramidendings explodiert und da muss dann das Wasser von der Quelle abgeleitet werden, genau, damit es nicht mehr durch den Fluss geht. Und ich glaube, wir machen uns da jetzt schon mehr Gedanken drum, als die Entwickler des Spiels. Das ist eine Unterstellung. Ich glaube, die haben sehr viel auf diesen Moment. Ich würde ja gerne die Bewegung. Worldbuilding. Ich freue mich drauf, wenn ich den Speer so sechsfach werfen kann. So 360 komplett. Ja. Der Moment wird kommen, Mats. Und die genau dann kriegst du den nächsten Speer. Ja, den besseren. Der das von Haus aus kann. Ach, meinst du? So. Wo jeder Schlag ein Wurf ist. Jeder Schlag ein Wurf, finde ich gut. So, hier kann ich lang. Herum irgendwas? Da ist... Okay, es geht sowohl hier lang als auch durch den Teleport. Bronzesperrrechner 3! So. We go. Jetzt dauert es immer doppelt so lange. Aber weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, die zweite Aufladung ist schneller. Oh! Direkt Alter, wie der ist ja durch die Wand durch. Alter, hat der. Und Rakete. Ja, ich gehe erstmal in den Teleporter, obwohl der ist sehr prominent. Aber der Teleporter kam zuerst. Ja, eben. Deswegen glaube ich, dass das fast der richtige Weg ist. Also Orientierung ist so eine Sache, ne? Ich würde jetzt mal gucken, wenn hier jetzt groß weitergeht, würde ich auch erstmal... Ja, hier geht es wieder nach Süden. Unten? Geht es hier oben auch noch irgendwo lang? Oh, noch ein Teleporter. Ich nehme erstmal den. Irgendwie finde ich den gerade aufwendiger. Der ist versteckter. Ja, aber...
Guck mal, hier wollte ich doch schon immer mal hin. Ist das so? Hier geht's auch weiter nach oben. Den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, den Teleporter da. Glitzern, weil da unten waren wir. Ja, wir haben immer mal wieder so ein Glitzern gesehen. What? Möglicherweise war ich aber hier schon mal. Oder auch nicht. Nee, nach rechts ging's noch. Oh Gott. Ich hoffe, du merkst dir das alles. Klar, Tom. Ja, ja. Mein Orientierungssinn. Oh Gott, jetzt geht's nochmal unter das. Guck mal, was ist denn das da rechts oben? Was ist das denn? Ach nee, das ist nur der Typ. Das war nur, man hat nur seine Füße gesehen. Naja, er ist auch gerade irgendwie... Das wäre eine Fledermaus. Ich glaube, er sollte ja, nicht beleuchtet sein. Oh falsch, Mann. Falsch beleuchtet. Überhaupt. Okay. Die trifft man nicht so einfach. Jetzt geht's hier nach links. Jetzt geht's hier im Kreis. Quatsch. Oh, 367. Das ist eine sehr befriedigende Art und Weise, die Zahlen einzubinden. Ja. Oh, schön, wie er dich dabei unterbrochen hat. Das war so unnötig. So, Batsch. Bäm! Wie der geguckt hat. Was für eine andere Atmosphäre das direkt ist, wenn einfach selbst die Soundeffekte so runtergefahren sind. Das ist super. Ich würde mir auch fast wünschen, dass sowas wieder mehr passiert. Also atmosphärisch und weniger durch Soundtrack. Also es ist ja Soundtrack, aber halt durch Musik, meine ich. Also okay, jetzt habe ich so langsam das Gefühl, wir laufen wirklich im Kreis. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, Mats. Weil jetzt geht's hier wieder nach oben. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob wir hier schon waren. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, weil hier ist jetzt dieser Boden. Ja, stimmt. Also das heißt, wenn du jetzt nach ganz oben gehst, bist du wieder bei dem Teleporter? Genau. Also erstmal kriege ich voll einen auf die Fresse. Falls dann haben wir das ja toll gemacht. Naja, aber jetzt haben wir mal die Tragweite, sag mal, dieser Höhle verstanden. Und dass man hier offensichtlich im Kreis laufen. Alter, so jetzt reicht's. Wie die Alter. Auch angucken. Ja. Was machen wir? Bienen? Ja, komm, Bienen. Auf alle. Und zwar alle. Ah, nicht die Bienen. In der Zwischenzeit. Macht halt nicht viel Schaden. Aber kann man ist. Wo bist du, Arsch? Oben? Hat sich hinter uns teleportiert. Komm, das ist mein persönlicher Endboss. Wir verlassen diesen Raum. Der hat irgendwas getroppt. Benutzt mal Nektar. Ich habe eben gerade Nektar benutzt, Tom. Ich weigere mich nochmal Nektar zu benutzen. Ja, aber wir finden die ja. Ja, das stimmt. Nee, Honig haben wir auch gerade schon gefunden. Na, gibt's da irgendwas? Können wir auch Honig benutzen? Ja, so, okay, hier ist der erste. Ist der aber bei. Nach und hier dem, geht's halt nach oben noch. Nach dem Teleporter gab es ja aber auch so viele Wege. So, und hier ist der zweite. Oh Gott. Ja, dann geh doch mal hier rein. Oder hier. Und hier rein. Ist der dritte? Warte mal, hier sind wir doch gerade gelandet. Wir sind auf dem unteren Teleporter gelandet. Sind wir? Ja, ja doch, geh mal hier rein. Stimmt, hier sind wir gelandet. Aber dieser Teleporter, den wir gerade gesehen haben, hat uns dann nur ein Stückchen nach oben teleportiert. Weil wenn du jetzt in den unteren hier reingehst, müsstest du doch wieder. Nee, hoch, wo sind wir jetzt? Genau, in den unteren. Dann landest du, glaube ich. Da, wo wir zuerst reingegangen sind. Also jetzt einfach nur 5 Meter weiter unten, ja. Guter Teleporter. Ja, wirklich. Nee. Hä? Nicht? Geht's jetzt hier nicht rechts hoch? Doch, ja. Ach so, und da geht's jetzt wieder zum Teleporter. Okay. Das heißt, die Verbindung ist total gering. Oh, Double Kill. Also ist der obere schon mal richtig. So. Und hiernach gab's ja noch mehrere Wege. 2, glaube ich. Weil hier gab's noch einen Teleporter. Ja, und ich glaube, dann bist du erstmal weitergegangen, oder aber wie hier geht's auch wieder nach rechts oben. Warte mal, nicht, dass wir hier wieder... Oh Gott, Mats. Weil ich glaube, ich versuche mich jetzt mal gerade ein bisschen rechts zu halten. Ja, dieses oben rechts, das hatten wir jetzt schon mal. Genau, weil da sind wir, glaube ich, schon hergekommen jetzt. Aber dann geh nochmal zurück. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn du jetzt nochmal runtergehst. Was war hier dann unten rechts? Lass mich raten. Nee, da links ist da der Teleporter. Da sind wir hergekommen, da genau. Da kommen wir her. Was ist hier? Da ist der eine Teleporter, den erinnere ich mich, glaube ich. Und hier geht's auch wieder nach rechts. What? Und nach unten. Und hier ist. Da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Nee. Geh mal da rein. Ich bin mir fast sicher, dass wir den. Achso, doch, das kann der Ursprungsteleporter gewesen sein. Von ganz am Anfang. Aber geh mal rein, um zu checken. Alter, werden wir, glaube ich, jetzt nicht erkennen. Das ist genauso verwirrend, wie ich dachte, dass es ist. Waren wir. Ah, hier geht's jetzt. Der kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Nein! Oh no! Aber ich habe sie noch mitgenommen. Ja. Sehr lustig, dass das geht. Okay, Hm. Naja, wir finden heraus, das ist, glaube ich, gar kein Problem.
Als Alternative beenden wir jetzt einfach den... Den Blade. einfach das Ende ein und denken uns eine schöne Geschichte aus. So, guck mal, wenn wir jetzt hier nach unten gehen, finden wir auf jeden Fall schon mal 3 Kalksteine. Die haben wir noch nicht gefunden, das ist gut. So, hier nach unten. Guck mal, hier, das ist doch neu. Das ist neu. Daran erinnere ich mich nur, da waren wir noch nicht. Hier ist noch ein Teleporter. Hier waren wir garantiert noch nicht. Es sei denn, das ist jetzt komplett zum Anfang. Aber das könnten... Hier ist jetzt noch einer. Oh Gott. Hier geht's da lang. Was ist diese Höhle? Nach Norden. Was ist diese Höhle? Gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, wo wir da sind. Das sieht auch neu aus. Auf so einem Grund hatten wir noch keinen, glaube ich. Ich glaube, es ist eine Sackgasse, oder? In der Tat. Aber den hatten wir noch nicht dann. Making progress. Ja, yeah, I guess. So, wenn wir jetzt mal nach links oben gehen. Dann sollten wir nach meiner Berechnung... Ich glaube, hier waren wir jetzt auch noch nicht. Okay, ich weiß... Also ich habe gerade Maps vor mir. Das ist groß. Mats, und ich weiß, wo du bist. Jetzt geht's hier nach rechts. Könnte dich leiten. Und hier ist noch ein Teleporter. Ich guck mal, wo der hingeht. Ich glaube auch zu einer Sackgasse, wenn meine Karte stimmt. Ja, das werden wir jetzt mal gleich überprüfen. Ja. Okay, dann kann ich nur nach rechts, was ich ganz gut finde. Dann sind wir, glaube ich, automatisch gerade auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Siehst du, sag ich doch. Es ist doch alles... Das hätten wir jetzt auch so gefunden. Haben wir ja auch. Also ich, Ja, ich habe dir ja gar nicht gesagt, wo es lang geht, aber... So. Jetzt geht's hier nach rechts. Geht's auch noch nach... Nee, geht's... Okay, geht nur noch eine Richtung. Okay. Immer dieses Aufladegeräusch im Hintergrund. Guck mal, das ist neu, da oben. Da waren wir auch noch nicht. Ja, da kommen wir noch hin. Okay. Ja. Dann ja, geht's. Ja. Au. Au. Bäm. Ja. Immerhin was getroffen. Au. Au. Achso, er nimmt ja keinen Schaden. Ich vergaß. Ah, immerhin den einen mitgenommen. So. Und da ist gleich der nächste. Oh, oh Gott. Das sind wirklich wahnsinnig aber viele Gegner, geht's. Die sie einen hier entgegenschmeißen. Yes! Ja! Ja. Das war's wert. Das war alles wert. So, jetzt geht's hier nach Süden. Das ist so speziell. Ich würde sagen, das ist richtig. Vielleicht aber auch nicht. Den noch mitnehmen? Klar. Der hat sich bestimmt sehr erschrocken. Hier ist ein Teleporter. Ein Teleporter. Und hier geht's auch noch weiter. Da geht's nicht weiter, also es geht ja noch nach Süden. Ich nehme erstmal kurz den Teleporter, in der Hoffnung, dass wir gleich bei der Vase ankommen. Ah! Das ist eine Vase! Drei Zauberperlen lohnt sich aber. Ja, krass. Hier geht's auch weiter? Das ist keine Sackgasse. Jetzt frage ich mich, weil da ging's ja auch noch nach unten. Jetzt erst das Chicken. Erst hier? Wasser gefunden, er hat da oben doch auch noch was. Achso, ja. Ob ich da nochmal reingehe und nach Süden gehe. Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz, wo es da nochmal hingeht. Weil es sieht mir so aus, als würde es hier weitergehen. Und die Vase ist ja ein guter... Ja. Ob hier so Sachen passieren können, dass der Hund mal irgendwo feststeckt und nicht in den Teleporter kann? Das wäre schlecht. Ja, ne? Aber es klingt so, als wäre das... Klingt aber eher wie was aus Secret of Mana. Richtig. Ich habe hier 3 Gegnertypen, die würde ich... Bekannt für seine brillante Wegfindungs-KI. Wegfindung ist auch relativ... Okay, hier geht's nicht weiter. Naja, dann gibt's ja nur den einen. Das freut mich irgendwie. So, zack. Ja, wenn man Sachen ausschließen kann, ne? Es ist nicht so dieses... Oh Gott. Die 10 Wege, die ich mir noch im Kopf behalten muss. Dafür, dass ich dann irgendwie 3 Wasser finde am Ende oder so. So, dann geht's damit da... Damit du hier überlebst, wird jetzt nämlich ein Survival-Spiel. Okay. Ja, so. Musst deine essen. Bleibe bauen. Ja. Ist leider verhungert. Und mit den Goblins die Lindenstraße gucken. Den Oglins, Verzeihung. Oglins. Da ist schon irgendein Anwalt, ist so. Ja, ja. Also sobald das Goblins sind, ist die Abmahnung raus. Und es sind welche, wenn man das 3-mal wiederholt. Aber es sind Oglins. So, es sind welche, wenn man es 3-mal wiederholt? What? Ja, so ist das Gesetz. Ich habe das nachgelesen. Wenn man Sachen 3-mal sagt, ist ja deswegen auch diese... Stimmt's, oder sagst vorm Spiegel 3-mal Sachen, dann kommen die ja immer alle. Ja. Okay, ach Gott sei Dank, noch raus. Holy shit. What? Cthulhu? Das ist doch dein Ding hier. Was ist das denn? Na, was passiert? Ja, guck dich mal ein bisschen um.
Ich habe schon gehört, dass ich hier Schaden mache. Ich könnte einfach da unten stehen. Oh, there we go. Holy shit. It's really Tentacle Monster. Yep. It's really Tentacle Monster. Aber. Hat auch ein sehr cooles Artwork. Blende ich euch hier mal ein. Wie viel. So wie du mal was zauberst, kann ich es dir auch zeigen. Ja, warte. Ich glaube, ich könnte den einfach totschmeißen von hier. Ah, okay. Das stimmt. Du könntest dir aber theoretisch noch die Ausweichzauber geben. Ja, 8 und 11, aber. Hier. Sieht super cool aus, finde ich. Oh, der hat oben auf dem Kopf quasi das Gitter, wo er rausgebrochen ist. Ja, stimmt, das sieht so aus zumindest. Oh, man kann die Tentakel auch bewerfen. Die Monsterqualle. Es ist krass, dass die Viecher eben halt 20, 23 Schaden gemacht haben und der so 0 bis 13. Ist das wirklich so? Monsterqualle. Warum heißt das denn Monsterqualle? Das ist keine, doch keine das Qualle. Das ist wirklich keine Qualle. Ich gehe mal gucken, was hier oben noch so ist. Oh ja, das ist ein sehr schönes Design. Sieht okay, aber ja, cool 27 aus. Ist dann tatsächlich ein bisschen härter. Stehst du da einfach sicher? Hä? Oh. Was denn jetzt? Einfach nein, jetzt kommen Ads. Oh. Okay, verstehe ich. Wow. Wow, Mats. Ich glaube, die... Weil an das Viech konnte ich mich noch erinnern, aber ich finde das absurd, wie schnell du die Bosse hier platt machst. Weil ich aber auch strategisch. 5000 Euro. Okay, das ist war der Zeitpunkt, einfach, wo's... Muss man auch sagen, war jetzt auch nicht so wahnsinnig gut designt. Nee, ich sage, ich hätte Verbesserungsvorschläge. Hey, da... Sprich einfach mal. Hey, Kleiner, los, in den Eimer. Auch das sind Sätze, die ich im Alltag viel zu oft höre. Oh, gutes Geräusch. Ah. Yay! Und der Hund? Der Hund darf unten bleiben. Der ist in unserer Tasche. Ja. Oh, wir sind schon woanders. In einer anderen. Hund. Oh! Deswegen. Guck. Jetzt ist klar, warum der Brunnen ausgetrocknet ist. Diese Kreatur muss der Grund dafür gewesen sein. Ja. Gut, dass du sie vernichtet hast. Ein rönigliches Kek. gestohlen. Wie bist du eigentlich auf den Grund des Brunnens gekommen? Mein Hund und ich folgten einem unterirdischen Gang. Es war dort sehr düster, außerdem liefen da ein paar Typen mit Umhängen herum. Das waren Orklins, gefährliche Monster, so sagt man. Die sollen zwei Köpfe haben und messerscharfe Zähne und Klauen. Haben sie zwei Köpfe? Nee, hat nur einen Kopf. Nun ja, ich weiß nicht ganz, ob das zutrifft. Naja, egal. Könntest du den Hund hochholen? Er ist noch unten. Aber sicher. Das ist nämlich der Reveal. Ja, das finde ich sehr schön, dass das jetzt ein Pudel... Wow. Achso, ist runter. Hey, Rakete, spring in den Eimer. Aber dass der sich dann einfach so random... So puff. Wow. Yay. Wow. Die beste Form. Ich rechnete mit einer Überraschung, aber das habe ich nur nicht erwartet. Ein Pudel. Ein wow, der kann auch Kunststücke. Ein Purpurpudel. Und noch ein prächtiger dazu. Wo sind wir hier? Nun, ihr befindet euch südlich von Chaosturm. Vom Chaosturm, der neuen Burg der Königin. Ihr solltet die Königin besuchen, sie hilft euch sicher weiter. Möchtest du den Spielstand speichern? Oh ja, sehr gerne. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt da unten irgendwas verpasst haben, aber... Nee, meinst du eigentlich nicht. Meinst du nicht, dass wir noch irgendwie einen Teleport in den... Achso, also ja, natürlich wissen wir nicht so richtig, was mit dem Pyramiden-Dings war, aber ich bin der Meinung, von dem Ort aus kommst du da nicht hin. Verstehe, okay. Es geht zumindest nicht aus dem Spieleberater hervor, was nichts heißen muss, aber... Ich glaube, auch damit sind wir dann durch mit dem anderen Gebiet, ne? Da werden wir wahrscheinlich auch nicht wieder zurückkommen. Also wir sind jetzt in einem neuen Gebiet. Genau. Was man ja immer sehr schön sieht, anhand der Tatsache, dass ja alles zum einen anders aussieht und dass... unser Hund sich verändert. Und das ist so ein cooles Feature irgendwie. Mega dass gut. Du einen Hund dabei hast, der sich je nachdem... Dass du auch ein Zeitreisespiel hast, in dem man aber keine Zeitreise betreibt. Holy shit, was ist das denn? Oh, warte, das kann ich dir sagen. Was? Ich bitte doch darum. Das ist natürlich... Kenner werden es schon erkannt haben. Ein Helm? Panzerminos. Ein gepanzerter Igel, nicht leicht zu bezwingen. Okay, da ist so einer. Das sind Satyre wieder. Hier geht's nicht lang, glaube ich. Aber ich mag halt sehr, wie sich die Gebiete unterscheiden, weil sie in jedem Gebiet so eine sehr bestimmte Farbpalette benutzen, weißt du? Mal abgesehen von den Designs, dass du jetzt halt hier Rasen hast und nicht Steinboden oder genau, so. Genau, oder halt der Wald. Sand aus Alelachema. Quatsch.
Und auch die Musik. Auch wieder sehr sphärisch. Ich finde das sehr gut. Ja, ja. Wiss, es ist, macht er. Ich glaube, dieses Gebiet ist so mit eins der, das den meisten Eindruck hinterlassen hat bei mir. Okay. Müssen wir noch gucken, ob das jetzt, ob sich da Parallelen finden lassen in unserem Playthrough. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, also ich finde das jetzt zumindest erstmal interessant, weil es halt so anders ist. Nee, ist halt immer cool. Wie konnte ich denn da irgendwas missen? Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, wie diese Schleims heißen, aber... Ja, ja, genau, Sabablob. Genau, das war der zweite Schleim, der heißt Sabablob. Natürlich heißt er so. Ich bitte darum, Rakete 23. Es hat ja auch ein bisschen was von Alice im Wunderland. Ja. So, dass wir gleich die Asskönigin treffen oder so. Stimmt, ja. Die Herzkönigin. Ich könnte da jetzt gleich rein, aber ich möchte hier noch einfach nur für klare Verhältnisse. Hier auch diese Burgmauern und so. Alles cool. Sind wir mal gespannt. Chaosturm, ne? Also der Chaosturm der Königin. Die neue Burg der Königin. Holy sh! Das sind Magargoyles. Alter! Muss ich gerade erstmal hingucken, wie die überhaupt aussehen. Die NPCs sehen natürlich direkt anders aus. Du wirst hier viele gute Angebote finden. Holy shit, kommt mir nicht mit Angeboten. Schau dich ruhig genau um. Aber nicht bei mir. Hi Kleiner, willkommen im Chaosturm. In Chaos. Eben was beim Chaosturm. Jetzt ist es. Nee, wir waren südlich vom Chaosturm. Jetzt sind wir in Chaosturm. Es ist aber der schönste Ort in Evermore. Also, der Ort heißt Chaosturm, aber es wird nicht bezeichnet als der Chaosturm, weil es ist ja eine Burg. Ja. Deswegen. Oh, hier sind schon wieder so viele Händler. Holy shit, nein! Nein! Okay, es sind nicht ganz so viele. Oh Gott. Bei ihm kann ich doch bestimmt tauschen. Der ist soweit. Du wirst dieses Rosenwasser lieben. Es duftet herrlich. Rosenwasser kennen wir noch. Kommst eine Flasche für zwei Gewürzfässer. Was meinst du? Moment. Was ist? Ah, sehr gut. Goldmünzen sind's. Willst du tauschen? Ja. Ja, 2-1. Okay. Oder meinst du, wir brauchen noch die... Nee. Okay. Der Gott des Konsums sei mit dir. Finde ich gut. Der Markt hier mag klein sein, dennoch gibt es viele Sachen zu finden. Also ich kann dich gleich mal insofern beruhigen, dass für diesen Markt steht hier nicht mal eine Tabelle drin. Ich habe gerade was anderes gelesen bei Teufelskutte. Okay, das heißt, es ist einfach entweder zu viel, dass sie das einfach nicht übernommen haben und gesagt haben, seid ihr bescheuert? Ich glaube, das hier ist einfach nicht so wirklich viel. 8 Flaschen Rosenwasser und 6 Perlen. Also die Teufelskutte ist wirklich nochmal was? Ja, die hätte ich dann, glaube ich, auch gerne. Was gibt's hier? Ich guck mal, was sie macht, ja. Mit dem Orakelknochen kannst du Leuten Dinge entlocken, die sie sonst nicht sagen würden. Der Besitzer des Knochens wird viele Geheimnisse erfahren. Der Knochen gehört dir für eine Schakalstatue und den Juwelenskarabäus. Okay, also es ist doch wieder ein bisschen. Okay, also Teufelskutte ist wirklich das, was er gesagt hat. Erhöht dir eine Ausweichchance. Ja. Und Orakelknochen, dieses altertümliche Relikt bringt von euch befragte Leute dazu, euch mehr zu erzählen, als sie wollen. Ja, brauchen wir wahrscheinlich. Das klingt wie ein Questgegenstand. Du solltest dir unbedingt Dr. Meinholz Freakshow anziehen. Das ist unglaublich. Gib mir ein Amulett des Charon und ich gebe dir ein Ticket für die Freakshow. Wir haben noch welche. Was sagst du? Ich sage ja. Danke. Die Show befindet sich am nördlichen Ende der Straße, die gen Westen führt. Am nördlichen Ende der Straße, die gen Westen führt. Grüß mir die Freaks. Jetzt kommen richtig viele Erinnerungen gerade wieder hoch. Meine Gewürzfässer kosten nicht nur 12 Gold-Gewürzmünzen pro Fass. Wir haben ja noch ein paar, dank dieses... Ja. Ich hätte Perlen anzubieten für den einmaligen Preis von 15 Goldstück. Aber guck mal, es ist halt sehr viel simpler, ne? Ja, ja, ja. Okay. Es ist ja alles sehr nah beieinander. Hier kommt auch nichts mehr, oder? Das können wir dann eigentlich relativ fix machen. Ja, das machen wir. Obwohl Schakals Figur wüsste ich jetzt zum Beispiel gerade nicht, wo ich die herkriegen soll. Hatte die keiner von denen hier? Aber wir können ja erstmal so 8 Flaschen Rosenwasser und 6 Perlen. Okay, was brauchte man für Rosenwasser? Weil Perlen haben wir da hinten gekriegt. Und Rosenwasser wollte er 2 Gewürzfässer. Okay, also brauchen wir 16 Gewürzfässer? Ne, wir haben die ja schon. Noch vom letzten Mal. Stimmt, wir haben ja so viel. Schwer vergessen. Da bin ich auch gerade sehr froh drüber, dass wir das doch noch gemacht haben. Gewürzfässer haben wie sonst nichts. So, 6 Perlen. Diese Perlen gab es jetzt ausverkauft. Ganz links. Achso, das ist so ganz links. Ja, da waren die 2. Genau. Perlen, er will 6 Stück. Geh vorsichtig damit um, wir verballern die gleich weiter. Ja. Yep. So, guck mal, bevor du die holst, auf deine Stats. Achso, ja, sehr gut.
Weil ich würde wieder sagen, es sind irgendwie 3% oder so. Es geht um Abwehr also, wahrscheinlich oder Ausweich? Ausweich müsste es sein, 46. Und 91. Okay. Nee. Könnte da einfach ein Zeichen drum machen, so. Ja, die haben. Ach so, warte mal. Ich habe nicht genug Weihwasser, oder? 2,8 waren es, okay. Achso, so Rosewasser, ja. Zwei. Okay. Was war es? 43, 48? Weiß es noch bestimmt. 6. Okay, shit, jetzt hast du mich. Goddammit. Na, es ist jetzt 48. Ja, dann waren es 46, dann waren es 2 mehr. Ob das noch einen ganzen Balken? Na, ist egal. Okay. Es geht noch bis ganz rechts. Ja. So, und. Guck mal, die hält sich den Rücken. Der Markt hier mag klein sein. Oh, Junge, oh Gott, wo hier bist geht's hier noch weit. Sieht alles verwelkt aus, oder? Richtig, nicht besonders groß. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Königin Garstürm errichtet und uns eingeladen. Die meisten Bürger folgten ihr, denn sie versprach Kämpfe und Wohlstand. Andere folgten ihr, weil es immer Feste gab. Verstehe. Gehst du auch zum Schweinerennen? Das ist das Ereignis des Jahres. Der Besitzer des Gewinnerschweins wird zu einem Bankett der Königin eingeladen. Oh, Schwein oder nicht sein. Ich sehe unsere... Alter, ist das eine Tür. Ich sehe unsere... Wie hieß denn das Ferkel aus Illusion of Time? Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, es war Erwin oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Oh, meine Truhe. Ich habe die einfach aufgemacht. Das Schachbrett ist eine bekannte Sehenswürdigkeit. Die Figuren haben sich alle von alleine bewegt. Aber eines Tages blieben sie einfach stehen. Schön, wie das so... Ja. Oh. 20 Goldmützen. Ich habe gerade die gesamte Ersparnisse dieses armen Mannes empfindet. Schön anders, dass hier alles aussieht. Die Königin sagt, das Leben sei hier viel schöner. Sieh nur, wie sauber unser Haus ist. Ich glaube, einige leben noch im Terrorfels. Man sollte sie unbedingt bekehren. Oh Gott, bekehren. Okay. Ich überlege gerade, wo wir jetzt... Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier noch Stände gibt. Weil hier müsste es jetzt ja. Naja, uns. Also Schakal. So eine Schakalfigur irgendwo kriegen. Ja, bestimmt. Also da ging es ja jetzt auch hoch. Aber da haben sie doch gesagt, da geht's zu der Freakshow. Oder? Der nördliche Ausgang, Östen. Der gen Westen führt. Ja, oder und das gesagt, ist. Achso, stimmt, das ist die andere das Seite wäre dann, ja. Da, ja. Achso, ich wollte eigentlich nur mal gerade gucken. Eintrittskarte. Wir haben sogar eine Schakalfigur. Oh, wie praktisch. Und zwei Hühner. Die Hühner sind die ganze Zeit, okay. Können wir uns so ein Ding ja holen? Oder ich was sagen fehlt dir noch? Ach so, der Juwelen-Skarabius. Den haben wir nicht. Okay, den Juwelen-Skarabius. Okay, Schakalfigur haben wir, Juwelen-Skarabius fehlt. Vielleicht muss man dafür dann doch nochmal zurück. Aber kann man nochmal zurück? Ja, gute Frage. Naja. Spring nochmal in den Brunnen rein. Die Königin wird persönlich beim Rennen anwesend sein. Der Gewinner des Rennens wird dann von der Königin ins Schloss eingeladen. Ich sehe etwas auf uns zukommen. Mhm. Im Süden der Stadt findest du die besten Geschäfte, aber hier in der Straße ist es billiger. Oh Gott, kauf da bloß nix. Jetzt kriegt man alles hinterher geschmissen. Diese Freakshow im Norden ist total abgedreht. Der Veranstalter heißt Meinhold. Wie cool das ist denn mit den wehenden Flaggen irgendwie. Ja. Mag ich. Gleich geht die Schweineshow los. Ich muss einen guten Platz erwischen. Seit wir hier sind, hat sich die Königin sehr merkwürdig verhalten. Zwar ist sie noch immer nett, aber ich glaube, dass das nicht ernst gemeint ist. Wo gibt's denn hier Sachen zu kaufen? Die Freakshow in den Westwegen war wirklich sehr amüsant. Unheimlich, aber gut. 10 von 10. Ja, hier, guck. Ich habe die beste Rüstung. Was möchtest du sehen? Einen Helm. Einen Helm hätte ich gerne gesehen. Ich habe einen Helm, der aus Drachenschuppen gefertigt wurde, so sage ich. Er ist robuster als die Titankrone. Ich verkaufe es gegen das Amulett des Charon und 700 Goldsmünzen. Könnten wir uns leisten. Ich habe keine Ahnung, Mats, ob das für das mal anhören, was er noch so hat. Weil er will doch bestimmt auch für die anderen Sachen ein Amulett des Charon. Naja, also Rüstung. Eine Goldrüstung viel robuster als die silberne Rüstung. Ich verkaufe sie gegen das Amulett des Charon 800. Warte mal, was haben wir denn überhaupt? Das dachte ich mir nämlich. Und wie viele Amulette haben wir denn? Wir haben auch gar keins mehr. Na, dann hat sich das ja eh erledigt. Richtig. Ich dachte, wir hatten nur eins. Was macht denn der Armschutz? Was ist das? Die Goldrüstung hätte übrigens 55 Defensive. Ja, das wäre schon gut. Das hier ist der Ring eines Zauberers. Sein Name war Roy. Die Kraft des Rings ist einzigartig.
Der Reus Ring hat auch 50 Defensive Power. Ja, okay, also wir brauchen 3 Amulette des Charon. Des Charon. Bei Gold hätten wir genug. In der Freakshow habe ich Kreaturen gesehen, deren Existenz gar nicht möglich ist. Oh, ist das... Hatten wir das nicht auch irgendwo gesehen, wo dann Sachen zusammengenäht waren und so? Wo war denn das, in welchem Spiel? Irgendwie erinnere ich mich da gerade an irgendeine... Ist das Monkey Island? Wo Sachen zu... Was, Monkey Island? Irgendwo gab es da nicht auch irgendwo was, wo so ein Fisch mit einem Affen zusammengenäht wurde oder so? Irgend so ein Spiel. Ich weiß gerade nicht spezifisch, was du meinst. Hallo Kind, ich habe ganz besondere Sachen anzubieten. Ich hätte hier einen Schleifstab für 300 Goldmünzen. Dann kommen wir ja doch wieder an das Ding ran. Und zwar für nix im Wesentlichen. Viel Spaß mit dem Ding. Okay, Spiel. Deswegen konnte man den da auch nämlich auch wegtauschen. Okay, cool, dann haben wir den. Hier einfach sehr einfach wiederbekommst. Hast du dir die Stände angesehen? Dort kannst du sehr günstig einkaufen. Okay, danke. So, was hat er? Günstigste Gewürze. Ach Gott, wir haben noch. Wir haben noch, ja. Wir haben noch. So, okay, dann gucken wir mal, was hier oben ist und dann ist mal die Folge vorbei, würde ich sagen. Oh, richtig, richtig. Ah! Oh! Ja, bitte? Schokobo-Ei ermöglicht dir, mehr Treffer auszuhalten. Für 9 Flaschen Rosenfutter, 9 Perlen. Das sollten wir hinkriegen, oder? Das kriegen wir hin. 9 und 9. 9 okay. Rosenwasser, 9 Perlen sind ja gar kein Problem. 9 Rosenwasser müssen wir halt ertauschen. Okay, da geht schon weiter. Dann, dann machen wir das jetzt noch, würde ich sagen. Okay. Und... dann haben wir quasi in dieser Folge so ein bisschen Handel noch mit abgehandelt. Es ist mehr Handel, als ich als Händel weiß. So auf dem ersten Blick. Ich hätte auch nicht gedacht, dass hier dann doch nochmal so ein Stück kommt, weil das wusste ich jetzt schon nicht mehr, dass man hier direkt nochmal so eine Stadt hat mit dieser rückkehrenden Mechanik. Ich bin nur gerade, weil das Chocobo-Ei war doch vorher einfach nicht zu kriegen. Mhm. Würde ich sagen. Deswegen müsste es ja eigentlich doch eine Möglichkeit geben. Warte mal, wollen wir uns gleich 2 holen? Weil dann haben wir 1, was das macht und 1, was... Wir wissen gar nicht, ob das geht. Beim letzten Mal konntest du den Schleifstab auch nur einmal holen. So, Gewürzwasser brauchen wir nicht. Nee, wir wollen jetzt 9 Rosenwasser. 9 Rosenwasser hattest du doch, ja. Genau. Ist die Antwort eigentlich, nein, es stinkt? Ja. Nein, das stinkt. Ja, okay. So, und... Ja, super. Dann geht's noch mal einmal kurz zurück. Also, ich habe noch keinen Skarabäus gefunden und keine Schakal. Wir brauchen noch einen gewählten Skarabäus. Aber ich finde, deine Vermutung sollten wir im Kopf behalten. Oder? Weil dann ist ja Weil vielleicht. Genau, es gab in dem anderen Markt jemanden, der ein Schokobo-Ei haben wollte, um uns etwas zu tauschen. So. Insektenserum? Habe ich den gerade übersehen? Kann auch sein. Ich glaube, du bist eins. Oh. Insektenserum? Ich möchte jetzt erstmal dieses Ei, aber das auch noch mal 3. Vielleicht bin ich da gerade vorbeigelaufen. Also wir sind gerade wieder voll drin in dem... Ja, hä? Der hat... Bekommst du das jetzt nicht mehr? Doch, doch. Es war... ich habe den einen, glaube ich, übersehen. So, ja, Insektenserum steht wirklich einfach nur da. Erhöht eure Abwehr gegen Moskitos und Spinnen. Da bin ich voll dabei. Also auch das machen wir aber noch in der nächsten Folge dann. Weil der braucht 3 Wassen und 3. So, jetzt haben wir das Ei. Man kann theoretisch auch zwischen den Folgen machen. Aber ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. War wieder ein bisschen länger. Alter, wie viel Krempel wir schon haben. Ne? Wir sind in einem neuen Gebiet. Es wird sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.